So, soll ich nochmal dieses schöne Easter Egg hier auslösen mit dem geheimen Film? Na klar! Ja, auch wenn ich das schon mal klar gemacht habe. Okay, dann hau ich mal auf die Tasten. Yeah, Button-Mashing. Button-Mashing. Ja, ich halte sogar die Taste ins Mikro. Da könnt ihr mal meine Druckfrequenz hören. Ja. Jetzt der Mann hätte kein Problem mit dem Shever-F-Event des Todes. Ich wollte gerade sagen, jetzt müsst ihr euch dazu noch die Folterszene bei Metal Gear vorstellen. Oh yeah. Wo einfach mal der Controller abkackt. Ja. Und das war nicht schön. So, kann sich nur um Stunden halten. Möchtest du nicht noch irgendwie, hast du irgendwie einen schnellen Witz noch auf Lager? Den du erzählen kannst? Leider nein. Bevor das Ganze hier sein schreckliches Ende nimmt. Ja. Nee, ich habe keine Witze. Ich habe auch gerade leider kein Witzbuch zur Hand. Da stehen ja immer die schrecklichsten Witze drin. In so Witzbüchern. Ich mochte das Witzbuch von Ellie. Aus Last of Us? Genau. Ja, was, also wenn du einmal das Englische und das Deutsche davon gehört hast, also ist klar, so manche von diesen Redensarten kann man nicht einfach so übersetzen, aber die deutschen Witze sind wirklich schlecht. Also die sollen ja allgemein schlecht sein, aber ein paar von denen im Englischen haben zumindest noch einen gewissen Charme. Das war immer sehr verwirrend, weil englische Sprachausgabe und deutscher Untertitel. Mhm, ja. Und dann stand unten irgendwas völlig anderes, als sie gesagt hat. Das war eine Replik? Meint er vielleicht eine Replika? Nee, das Wort gibt es, eine Replik. Also ich kenne wohl das Wort Replika. Aber ich würde es nicht mit K schreiben. Aber okay. Der Besitzer ist wahrscheinlich ein Sammler. Ja, da wissen wir auch, wem dieser Schreibtisch hier gehört. Von den Stars-Leuten. Barry? Have you found anything interesting? Ja, du stehst drauf. Der Schreibtisch ist unaufgeräumt und schmutzig. Er spiegelt wahrscheinlich den Charakter seines Besitzers wieder. Was eine Sau. Ja, und der Besitzer ist... Chris! Chris Tagebuch. Achso, mein Part, ne? Lesen? Wenn ich soll, wenn ich darf. Du darfst gerne. Du kannst auch sagen, August. Ich habe keine Lust mehr. Ich zieh das voll durch. Okay. Ich habe heute nochmal mit dem Polizeichef geredet, aber er will mir einfach nicht zuhören, die Sau. Ich bin sicher, dass Umbrella in diesem Gebäude ihre T-Virus-Forschungen betrieben hat. Jeder, der sich damit infiziert, wird in einen Zombie verwandelt. Aber das gesamte Anwesen ging bei der Explosion in die Luft, zusammen mit allen eventuellen Beweisstücken. Und da so viele Leute in dieser Stadt für Umbrella arbeiten, will keiner über den Zwischenfall reden. Langsam gehen mir die Ideen aus. Das kannst du nicht machen, Chris. Ist echt nicht drin. 17. August. Wir erhalten eine Menge komischer Berichte über Monster, die an verschiedenen Stellen der Stadt aufgetaucht sein sollen. Das muss mit Umbrella zusammenhängen. 24. August. Mit Jills und Barrys Hilfe habe ich endlich wichtige Informationen zu diesem Fall gefunden. Umbrella hat mit Forschungen an einem neuen Projekt begonnen, dem G-Virus. C-Virus? G-Virus. G-Virus. Einer Variante des Original-T-Virus. Haben die dennoch nicht genug Schaden angerichtet? Fragezeichen, Fragezeichen. Wir haben darüber geredet und beschlossen, ins Hauptquartier von Umbrella nach Europa zu fliegen. Ich werde meiner Schwester nichts von dieser Reise erzählen, denn das könnte sie in Gefahr bringen. Bitte vergib mir, Claire. Ende. Das Lustige ist, wenn du mit Claire diesen Schreibtisch untersuchst, sie sagt genau dasselbe, ne? Spiegelt wahrscheinlich den Charakter seines Besitzers wieder. Hätte man ja zum Beispiel auch sowas hinschreiben können wie, dass dieser Schreibtisch sieht typisch aus für meinen Bruder oder so. Eigentlich schon, ja. So, hängt noch eine schicke Jacke. Die Jacke, die da an der Wand hängt, sieht irgendwie aus wie die von Leon aus Teil 4. Ja, das ist wahr. Da so. Bestimmt gehen lassen, als kann ich so das Bild eines jungen Mannes.
Ich würde wetten, das ist ihr Freund. Ja, und da sieht man diese blaue Mütze da auf dem Schreibtisch liegen, ne? Ja. Und man kann leider sich nicht das Foto ansehen, um drauf zu gucken, wer da drauf ist und ob das wirklich Jills Freund ist. Denn bis heute weiß man ja nicht, ob sie einen Freund hat, ne? Tja, schade, schade, schade. Oh yeah. Oh, Magnum. Ich habe die Magnum gefunden. Magnum. PI. Akten über verschiedene Fälle. Nichts, was hilfreich sein könnte. Da starb mich doch so ein Erste-Hilfe-Box aus. Hier stehen ungeöffnete Kartons rum. Sieht aus wie der Schreibtisch eines Neulings. Ja. Und, aber die Tasche. Leon. Leon, die Tasche. Leon? Ja. Es ist nichts drin. Ja. Ich nehme nicht an, dieser Schreibtisch könnte Rebecca gehören. Ach, stimmt, Rebecca war gar nicht auf dem Bild drauf, ne? Nee, stimmt. Oder habe ich sie übersehen? Nee. Rebecca ist nicht drauf. Tja. Seltsam eigentlich. Ich mag Rebecca, ja. Ja, ich mag sie auch. Ich mag nur das Spiel nicht so sehr, wo sie die Hauptfigur ist. Ja, das habe ich leider noch nicht durchgespielt. Sie sollte mal wieder einen Auftritt kriegen in einem vollwertigen Spiel. Genauso wie Barry. Resident Evil 7. Ja. Ich bin dafür, dass man in Resident Evil 7 Barry und Rebecca spielt. Im Koop. Natürlich. Ja, ist klar. Das wäre mal was. Bin ich für. Lass mal gleich Capcom schreiben. Capcom. Crapcom. Ja, wäre mal angebracht. Und Claire könnte man auch mal wieder. Ja, stimmt. Claire fände ich. Seit Code Veronica. Was meiner Meinung nach das schlechteste von den Resident Evil Hauptspielen ist. Habe ich nie gespielt und den Walkthrough, den ich mir dazu angeguckt habe, den habe ich auch nicht durchgehalten. Weil es so schlecht war. Ja, fand ich irgendwie wenig ansprechend. Ja. So, entwickeln wir mal den Film und sehen ein Foto. Yay! RPD! Ja, und das sieht stark nach Rebecca aus. Yep. Film D aufgezeichnet. So. Diesen ganzen Krempel verstaut. Jetzt bin ich so sehr in dieses Büro da versunken in Gedanken und habe gar nicht mehr vorausgedacht, was ich als nächstes tun muss. genau, den kleinen Schlüssel brauche ich auf jeden Fall gleich. Denn dort oben in einem der Räume ist eine Schublade, die wir mit ihm öffnen können. Und wir erhalten ein schönes Upgrade dadurch. Oh, großartig. Schöne ich bin ist gespannt. Nämlich mit Leon. Leon hatte allgemein eh die besseren Waffen in seinem Szenario mit der Pumpgun und der Magnum. Mhm. Claire hat ja die Armbrust und den Granatwerfer. Mhm. Und mit Leon kann man Upgrades für die Waffen finden. Was ziemlich genial ist. Ja. Und eines der Upgrades finden wir gleich. Macht euch bereit, Leute, es wird episch. Die Welt wird davon nicht explodieren. Oh, das musst du denen doch nicht verraten. Die waren jetzt alle gespannt. Hey, wait! Wait! Ey, das ist unfair. Ach Mann, ey. Nicht fair. Not cool. Ey, was ist das? Schrottpatron. Sie hat einen Schlüssel fallen lassen. Oh nein, ein Karo-Schlüssel. Bist du sicher? Stimmt. Mann, bin ich gut. Du kennst dich aus mit Karten. Ja. Leon! Oh! Wow!
Oh, du bist muss die einen so ins Ohr brüllen? Ja. Ja. Have you seen a little girl anywhere? Have you seen a little girl around here? Have you seen a little girl? Yeah, you just missed her. Have you seen a little girl? But it's too dangerous for her to stay here alone. Leon, I'll go look for her. Hello, Harry. Way out of here. Silent Hill. Of course. Of course! But before I forget, here's a radio. That way we can keep in touch if something comes up. Genau. Natürlich. I'll go look for her. You go and find us a way out of here. I'll go look for her. You go and find us a way out of here. Ja, hat sonst nichts mehr zu sagen. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz. An schwarzen Brettern hängen grundsätzlich Informationen, die nicht sehr hilfreich sind. Das ist bei uns an der Uni nicht anders. Ich dachte gerade, ich könnte ihn jetzt so zu Claire hindrehen und wenn ich dann drauf drücke, dann sagt er diesen Satz. Das wäre nett gewesen. So, da ist die Schublade. Die ist verschlossen. Schlüssel benutzt? Ja, Schlüssel benutzt. Sie haben folgendes benutzt. Dumm-Dumm-Geschosse. Waffenteile. Oh yeah. So. Verbinden. Zack. Und wir haben eine neue Handfeuerwaffe mit Automatik- und Manuellmodus. Ui. Ja, auf Automatik haben wir dann diese schöne, ich glaube in Teil 4 heißt sie Mathilda, die man dann freischalten kann, die dann so drei Schüsse hintereinander abfeuert. Jetzt muss ich mir gerade mal zusammenreimen, was der Händler da auch immer sagt, wenn man die kaufen möchte. An awesome choice, stranger. It's got a 3-round rapid fire capability, although it uses up ammo rather quickly. Ich glaube, sowas wie, ah, an awesome choice, stranger. This weapon got 3-round rapid fire capability, although it uses ammo rather quickly. Das kann gut sein. Niemand kennt den Händler so gut wie Colonel Shine. Ja, ich habe mich mal als Händler verkleidet. Oh ja. So das, provisionsmäßig. Das war sehr erfolgreich. Hä? Huh? Was geht da? Oh, fuck. Scheiße, ja. Oh. Genau, ich habe ja im vorherigen Szenario habe ich ja mit Claire diese Laden da hochfahren lassen. Mhm. Um so einen Durchbruch zu verhindern. Tja. Hey, rotes Kraut. Scheiße. Ja, jetzt hat das Ding da leider einen kurzen gekriegt. Ja, das kann man wohl nicht verhindern. Wie praktisch. Du bist zu fett. Ein subtiler Hinweis. Reduzier dein Gewicht. So, dieses unglaublich schwierige Bücherregalrätsel. Jetzt muss ich da. Was muss man da denn jetzt nochmal bewegen? Ich weiß, dass es zwei Regale nach rechts sind. Ich glaube, es ist einmal das und einmal das hier. Jetzt muss ich da gleich tatsächlich nochmal nachgucken an dieser Wandzeichnung. Aber da haben wir es schon. Ja, geil. So, und dort finden wir den Läuferstecker. Sieht kreativ aus. Eine Art Stecker in Form eines Schachläufers. Sieht aus, als könnte man mal mit einem das Auge ausstechen. Lass doch mal ausprobieren. Beim nächsten Zombie zum Beispiel. Lass mal nicht machen. Okay, beim Zombie, ja, meine. So. Ich glaube, jetzt müssen wir wieder in der Haupthalle ankommen. Wenn ich mich nicht irre. Irre? Irre. Irre. Ja.
Du bist ja wohl irre. Das finde ich gut. Sehr gut. Denn da ist es nicht mal allzu weit bis zur nächsten Truhe. I'm running around. Run! Leon. Run! I can see your every move. Ach, verdammt. Ich glaube, das hat er in dem Kampf, den ich gegen ihn hatte, nicht einmal gesagt im gesamten Verlauf. Nein, ich glaube auch nicht. So, jetzt können wir erstmal wieder unsere Taschen entleeren. Und mir drückt die Blase wie Sau irgendwie. Und deswegen werde ich kurz auf Pause drücken. Und eine selbige einlegen. Ja. Man kennt's ja, ne? Ja, von Haunting Ground. Ich wollte gerade sagen, Pinkelpausen, auch bekannt aus Walkthroughs wie Haunting Ground. Genau. Immer bei Walkthroughs, wo ich spiele. Wenn ich zu Gast bin. Ja, ich erkenne deinen Muster. Wenn ich zu Gast bin, ich glaube, da muss ich noch nicht eine Unterbrechung heranzwingen. Nein, musstest du nicht. Gut. Bevor wir weiter über sowas philosophieren, und mir die Blase explodiert, gehe ich lieber aufs Klo. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und keep game.